Eine Person macht Dua zu Tuten, damit diese vier Sprachen bei Allah einlegen. Ist dies kleiner oder großer Kufr? Barakallahu fikum. Wer von den Toten etwas verlangt, was nur Allah subhanahu machen kann, dann ist das mit Sicherheit Schirk und Kufr. Und diese Person ist kein Muslim. Zum Beispiel, man geht zu einem Grab und der sagt ihm: O Sheikh, gib mir Rizq. Oder der geht zu einem Verstorbenen, töten eine Person, der tot ist. Der sagt ihm: Ja, gib mir einen Sohn. Oder schenk mir das und das. Dies ist mit Sicherheit, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Das ist Ijma' bei den Muslimen. Das ist Konsens über eine Stimmung. Es gibt keinen einzigen Muslim, der sowas verneinen wird. Aber wir müssen aufpassen, wenn die Leute sagen: O Allah, mit der Position von diesem Verstorbenen, Bijah, das ist Bid'ah. Oder die gehen zu einem Platz und die sagen: Dieser Platz ist gesegnet, aber die sagen: Ja, Allah. Der ruft nicht den Verstorbenen, sondern der nimmt diesen Verstorbenen als Mittel und nicht auch als wie die Götzendiener, sondern was anderes. Der sagt: Allah macht alles und so weiter, aber dieser kann mir helfen, eventuell. Oder weil dieser Platz gut ist und so weiter. Hier können wir nicht sagen, das ist der große Kufr, große Schirk. Aber ein Muslim ist klar doch. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten gesandt? Damit die Leute Allah direkt anbeten. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Es gibt kein Mittel oder es gibt keinen Vermittler zwischen uns und Allah. Wenn du Allah anbetest, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.